wir nicht rein, weil ich sterbe, oder? Ja, das tut weh. Wir gehen wieder. Hallo Leutechen, herzlich willkommen zurück zu der Herr der Ringe, die Schlacht im Mittelerde. Wir befinden uns immer noch in einer guten Kampagne mit der Edelmod und werden uns jetzt mal mit Rohan eine Mission annehmen. Nach Harad. Wollen wir uns dran wagen? Ach, da kommt. Suchen wir's. Das könnte schmerzhaft werden. Aber gut. Versuchen es. Nahharad, die Heimat der Haradrim, ist ein rätselhaftes und exotisches Land, das die Menschen seit langer Zeit meiden. Ah, dann sind doch auch Menschen. Besiegt alle Truppen Mordors! Ihr seid unser König. Oh nein, der König-Typ ist wieder da. Da mit einem beliebigen Helden im Rang. Genau, auf. Eomer könnte es schaffen. So, wir brauchen. Gehöft. Brunnen braucht man auch immer mal. Kaserne. Stallungen. Gehöft. Turm. Rohan darf nicht untergehen. Aragorn in Dunedain. Oh nein. Olifanten im Anmarsch. Bogenschützen, bringt ihn zu Fall. Schnell, bevor er unsere Reiter vertrampelt. Ui. Weg da. Das war knapp. Das finde ich zum Beispiel auch cool. Hier, im ersten Edan, kann man die brennen dann die Elefanten mit, wenn man sie mit Feuerfallen angreift. Im zweiten, also, um nochmal auf das Thema vom letzten Part zurückzukommen, Edan 1 gegen Edan 2, im zweiten Edan werden Elefanten eh komplett vernachlässigt eigentlich. Also, die sind so selten, die sieht man eigentlich nie, weil man halt auch nicht selbst bauen kann, als Mordor. Also, man sieht Elefanten nie. Und man kann die auch nicht so anbrennen wie hier, was ich extrem schade finde. Das ist genau wie mit den Ents. Warum kann man die in Edan 2 nicht mehr anbrennen? Das ist einfach ein cooles Feature, finde ich. Auch die Animation und sowas, dass man sie dann quasi löschen kann. Das ist super. Warum macht man das? Warum lässt man das raus? Das finde ich schade. Ich glaube Pippin ist echt... Pippin, Merry meine ich, ist echt verloren. Gelten eigentlich als Lanzenträger die Speerwerfer? Irgendwie nicht, ne? Wir können da fröhlich durchreiten, so sieht's aus zumindest. Wieder gelten als Lanzenträger garantiert. Pieken. Das wollte ich jetzt auch nicht so. Ja, gut. Macht nichts. Den holen wir einfach gleich wieder. Scheiße. Sowas habe ich befürchtet, ehrlich gesagt. Heilende Gabe. Oh, scheiße. Kurz eine Wand erhelfen, egal. Falscher Knopf gedrückt, wie immer, wenn man eher 1 spielt, nachdem man eher 2 gespielt hat. Ja, weil ich noch klarstellen wollte, das habe ich im letzten Part nachher gemerkt, es kommt ein bisschen falsch an. Eden 2, ich finde Eden 2 viel, viel besser als Eden 1, logischerweise. Auch wenn ich viel Negatives gesagt habe, zum Beispiel, dass die Sachen mit den Ents und so was da weggelassen wurden. Aber eine Sache, die es viel, viel besser macht als Eden 1, ist das Balancing einfach. Man hat nicht mehr die Situation,
dass man sich ewig im Kreis dreht, weil niemand vorankommt. Man hat nicht mehr die Situation, dass man, jetzt bin ich rein, weil ich sterbe, oder? Ja, das tut weh. Wir gehen wieder. Ich habe nicht mehr die Situation, dass ich dauerhaft, dass man sich dauerhaft einbunkert in den Festungen. Ich habe nicht mehr die Situation, dass die Spells so OP sind. Ich habe dort leider die Situation, dass einige Spells zu schwach sind, finde ich. Zum Beispiel die Adler. Die Adler sind eigentlich immer ein Konter gewesen wegen Katapultangriffe, sonstiges. Und jetzt machen die so wenig Schaden, allgemein, auch gegen Katapulte, extrem wenig, dass man sie einfach nicht mehr einsetzen kann dagegen. Eigentlich kann man sie gegen gar nichts mehr einsetzen. Eigentlich sind sie nur noch irgendwie Pfeil... Bitte? Ah, eigentlich das ist es, wofür sie da sind. Pfeile fressen. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Denn Adler sind eigentlich voll toll. Weil ich hab immer gerne eingesetzt, im ersten Teil auch. Aber im ersten Teil war ja jeder Spell gegen alles effektiv. Also das ist ja... Dass die Armee der Toten gegen Beute nicht mehr effektiv ist, das ist vollkommen okay. Das finde ich, ist eigentlich gut. Denn man konnte in Eden 1, also hier kann man wirklich die Basis mit jedem beliebigen Spell fast einreißen. Also mit allen Spells, die irgendwas beschwören, kann man die Basis hier einreißen. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Es soll natürlich auch Spells geben, die Unterstützungsspells sind, die gegen große Armeen sind und sowas. Deswegen ist das super umgesetzt worden in Eden 2. Nur finde ich, dass da die die Adler wirklich ein bisschen zu schwach gemacht wurden. Die Adler, natürlich nicht allein nicht die, sondern auch die Nazguls, auch für den Fellbestien. Also, ja, die kann man eigentlich vernachlässigen im Spiel, deswegen, bis man die hat, man braucht dafür erstmal die Fähigkeit. Dann muss man das bezahlen, dass man diese Robe kauft, und wenn die sterben, muss man diese Robe erneut kaufen. Und dafür kriegt man dann richtig schlechte Qualität, könnte man sagen. Ja. Das ist enttäuschend. Aber okay. Kann sich ja alles noch was ändern. Hoffe ich auch. Aber wir werden sehen. Hoppala. Kommt, Leute! Wir müssen kämpfen! Männer Rohat! Mutig voran! Bringt Poses in Bewegung. Weiter, Dabar! Weiter, weiter! Übrigens hat man extrem viel Startgeld hier, ne? Man kann irgendwie alle, nicht alles kaufen. Alles YouTube-Money hier. Hoppala. Ihr seid unser König. Ihr seid unser König. Seid wachsam, Elben. Sie sind keine Gegner. Ich glaube, ich will noch den Feind aus. Ich bin bereit. Ach, dass diese Finsterverklage meine sein. Wir werden siegen. Vorsicht! Ihr müsst nicht kämpfen. Seid wachsam, Elben. Bereit zu kämpfen. Autsch! Lasst sie nicht durch! Diese abscheulichen Bestien zurück! Haltet die Schilde für die Reiter sind hier! Sie greifen an! So. Also, wie gesagt, Balancing macht der zweite auf jeden Fall viel, viel besser. Auch wenn da ein paar Sachen dann zu schwach geraten sind, meiner Meinung nach, aber gut. Und natürlich auch die Völkerauswahl ist halt überwältigend. Also, da kann man echt nichts sagen. Ich freue mich ja schon auf das nächste Update. Auf die Nebelberge persönlich nicht so, aber ich hoffe ja noch, dass nach den Nebelbergen dann die bösen Menschen kommen. Das wäre genial einfach. Weil dann hätte man wirklich, ja, also was nicht mal annähernd im Hauptspiel gewesen wäre. Deswegen, das fände ich extrem geil. Aber gut, wir werden sehen. Wir müssen kämpfen. Klingt einfach mal so ein Käfig. Ist okay. Wir haben sie aus diesem Land. Seid ihr euch, Jäger! Männer Rohan! Ihr bringt großes Übel mit euch. Hadas Galathon.
unsere Feinde! Sie sind hier! Zack. Machen wir hier mal ein reines Rohstoffdepot. Ist auch irgendwie schade, dass man keinen Elefanten mehr manuell bauen kann in Eden 2. Gut, in Zusammenhang damit, dass die Esel schwach sind, ja. Kein großer Verlust, aber trotzdem schade. Weil es wieder eine weniger, die man bauen kann. Und irgendwie macht Mord das ja schon so ein bisschen aus, so riesige Bestien. Aber okay. Ich möchte übrigens mal erwähnen, dass die Spells hier viel zu stark sind. Die Rohirrim bleiben einfach so lange. Also, bis die weg sind, ist der Spell schon wieder halb aufgeladen zum erneut rufen. Also, ja, da kann ja irgendwas nicht stimmen, würde ich behaupten. Brauchen die Ents eigentlich länger zum Aufladen als die Ermittler-Toten? Wobei die Ermittler-Toten ein Szener-Spell ist. Fragen. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Oh, Elefant gegen End. Gegen vier Ents. Vier Ents gewinnen. Jetzt können wir Feuerpfeile einsetzen. Abstand halten! Ruhig jetzt! Wir müssen alle kämpfen. Ihr nutzt alles als Waffe. Bereit machen, Bogenschützen! Ihr seid unser König. Natürlich auch super ist, dass die Sprüchevielfalt in Eden 2 einfach viel, viel größer ist. Bleibt zusammen! Auch wenn man ein paar aus Stronghold gemobst hat. Bin ich mal ganz lustig eigentlich. Ja, aber gut. Das ist lustig irgendwie, die ganzen Träger oder die Streitkolbenkämpfer aus Stronghold einfach mal in Herr Dringe zu hören. Das neue Upgrade ist bereit. Aber gut. Die Schlacht wartet! Haltet sie von uns fern! Sie greifen an! Haltet die Augen auf unser Schlager! Ruhig jetzt! Bogenschützen vorrücken! Nicht gewandt. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. Rohirrim! Die Frauen Rohans haben gelernt, dass ihre Unschwerter trotzdem durch ein Schwert starren. Es ist keine Wärme mehr in der Sonne. Seid unser König. Seid unser Feind sein! Wegen! Bogenschützen vorrücken! Ach komm, wir können noch ein Lager hier bauen. Das ist ein Elefant wahrscheinlich. Ist auch cool, dass die Leichen hier so lange lieben. Ein cooles Feature für Eden 2, aber würde wahrscheinlich das Spiel noch instabiler machen, als es eh schon ist. Deswegen, ja. Es ist okay, dass es nicht drin ist. Die Engine ist halt nicht so wirklich dafür ausgelegt, sowas krasses, sag ich mal, reingemoddet wird. Es fügt eh schon so viel ein, dass das Spiel teilweise doch gerne mal abstürzt, wenn man auf hohen Grafiken was weiß ich wie vielen Soldaten und Spielern spielt, dann ist denn hier passiert? Rauskommen, gestorben. Ach echt? Oh, das war schon wieder. Mann. Ja, man kann hier echt durchwaschen mit den Spells und so. Der Feind ist vernichtet. Na gut, wir haben inzwischen auch eine große Armee und wir schaffen es jetzt auch mal, die Hauptarmee vom Gegner zu besiegen, ohne unsere gesamte Armee zu verlieren. Aber perfekte Folgenlänge. 15 Minuten. Ungefähr. Sehr schön. Die Länder nicht.
Mittelerdes müssen gerettet werden. Dann war es das von diesem Mal. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mit Gondor. Was haben wir denn hier noch? Da hinten noch was? Nö, ne? Oh, was haben wir denn da? Ein einsamer Berg. Glorien, würde ich auch noch mal gerne hin. Düsterwald, Düsterwald machen wir, ne? Ja, Düsterwald klingt gut. Dann machen wir nächsten Part Düsterwald. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.